Gesundheit braucht Verstand und Verstand braucht Nasenatmung. Schachmatt. Zu einfach. Und Sie denken jetzt natürlich, unfaires Spiel. Wie sollte er sich da konzentrieren, wenn er die ganze Zeit rennen muss? Aber schauen Sie mal genauer hin. Er rennt nicht nur, er atmet durch den Mund. Und das versetzt ihn in einen Zustand, den manche als dumm bezeichnen würden. Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht wirklich dumm. Aber sein Gehirn kann sein kognitives Potenzial nicht nutzen. Warum? Mundatmung aktiviert den Sympathikus, Fight or Flight, ein Überlebensmodus. Und in diesem Modus ist strategisches Denken biologisch wirklich schwierig. Das liegt daran, dass der präfrontale Kortex, unser Denkzentrum, in diesem Modus beeinträchtigt ist. Er könnte einen IQ von 150 Punkten haben, ein Genie. Aber in diesem Modus ist sein Gehirn nur auf schnelle Entscheidungen getrimmt, nicht auf strategische. Und was, wenn ich Ihnen sage, dass Millionen von Menschen täglich unbewusst in diesem Zustand leben? Dieser Mann da ist nur ein Beispiel dafür, wofür unser Überlebensmodus von der Evolution eigentlich gedacht wurde. In Notsituationen schnell handlungsfähig zu bleiben, um zu überleben. Dennoch leben Millionen von Menschen unbewusst in diesem Stressmodus. Aber nicht beim Sport. Sie sitzen in Meetings, der Mund leicht geöffnet. Und nach dem Meeting haben sie alles vergessen, was besprochen wurde. Oder sie lernen für ihre wichtigen Prüfungen. Auch leicht durch den Mund atmen, unbewusst. Und am Ende haben sie trotzdem wieder alles vergessen. Sie schlafen, aber lauthals, schnarchend, mit offenem Mund. Und morgens wachen sie auf, alles trocken. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ihr ganzes Leben unbewusst in einem körperlichen Stresszustand. Durch eine falsche Atmung. Vielleicht erwischen sie sich ja selbst gerade dabei, während sie dieses Video schauen. Dann wird es aber höchste Zeit, was daran zu ändern. Und zwar nicht nur für ihren Kopf. Hier mal ein paar Zahlen. 22% aller Menschen sind wissenschaftlich dokumentierte Mundatmer. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr viel höher, weil gar kein Bewusstsein dafür existiert, dass Mundatmung ein Problem ist. 32% aller Kinder haben eine atembezogene Schlafstörung. Das bedeutet in der Regel Mundatmung. Aber auch bei Erwachsenen nur 80% des Arbeitszeitgedächtnisses. 60% aller Kinder zeigen messbare kognitive Defizite bei Mundatmung. Und eine 20%ige ineffizientere Sauerstoffversorgung des Gehirns. Und ein 40-100% erhöhtes Risiko für ADHS-Erkrankungen bei Kindern, je nachdem wie man es rechnet. Eine versteckte Epidemie. Die meisten wissen ja nicht mal, dass sie betroffen sind. Der alte Mythos, wir würden nur 10% unseres Gehirns benutzen? Quatsch. Aber bei Mundatmung sind 50% weniger Gehirnregionen aktiv. Das Hirn arbeitet härter für weniger Output. Das zeigen zumindest koreanische Untersuchungen. In den nächsten Minuten erkläre ich Ihnen, was Mundatmung in Ihrem Gehirn, Nervensystem und Körper anrichtet, warum Sie sich manchmal fühlen, als hätten Sie unerklärlich ein Brett vorm Kopf, woher diese Mundatmungspandemie eigentlich kommt, warum viele Kinder nicht unfähig sind, sondern durch gestörte Funktionen nicht lernen können und natürlich die verblüffend simple Lösung dafür. Was wäre, wenn einfach nur falsche Atmung der maßgebende Faktor ist für dieses Brett vorm Kopf, für dieses schlappe Gefühl, für diese mentale Erschöpfung, die Konzentrationsprobleme und einfach das ständige Gefühl, dass sie einfach nicht ihr volles Potenzial nutzen können? Dem sollten wir mal helfen. Mundatmung löst eine Kaskade aus, wie Dominosteine, die nacheinander fallen. Aber es ist nicht nur ein falscher Atemzug, es ist die gewohnheitsmäßige, habituelle, dauerhafte Atmung durch den Mund, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Jeder Atemzug durch den Mund sendet ein falsches Signal an das Nervensystem. Und das führt zu Stress. Stress führt zu schlechtem Schlaf. Der schlechte Schlaf schwächt das Immunsystem. Das schwache Immunsystem lässt ihr Mikrobiom kippen. Und das gestörte Mikrobiom führt zu noch mehr Problemen. Eine endlose Spirale nach unten. Die Details dieser Kaskade sind unglaublich komplex. Die Wissenschaft deckt zwar immer wieder mal ein paar Teilaspekte auf, aber eigentlich wird immer das Pferd von hinten aufgesattelt und niemand schaut wirklich an den Anfang. Und was ist der Anfang? Es ist erstaunlich simpel. Es sind einfach drei Basisfunktionen, wozu auch die Atmung nun mal zählt. Und wenn diese gestört sind, können wir diese auch wieder durch Training korrigieren. Diese drei Funktionen, Atmung, Schlucken und die Kopfbalance, haben wir ja schon mehrfach auf diesem Kanal sehr, sehr ausführlich erklärt, arbeiten nun mal wie Zahnräder zusammen ineinander. Ist eins gestört, sind auch die anderen beiden gestört. Aber bei vielen wird der Grundstein für Probleme bereits als Baby angelegt. Wenn ein Säugling beispielsweise nicht gestillt wird, fehlt ein elementares Training. Und es geht dabei nicht nur rein um Muskeltraining, was dann fehlt, sondern der Säugling startet mit einem vorgeschwächten System ins Leben. Ein normalerweise sehr robustes System dieser Basisfunktion wird plötzlich sehr empfindlich. Beispielsweise
ein Infekt in der Kita. Könnte es normalerweise gut wegstecken. Aber da dieses System bereits schon schwach ist, durch diesen Infekt durch den Mund geatmet wird, wird diese Mundatmung dann auch habituell, weil sich alle Muster gar nicht stark genug ausgeprägt haben. Das bedeutet also, nicht der Infekt hat zur Mundatmung geführt, sondern das System war anfällig auf diesen Störreiz. Und jetzt kommt der Teufelskreis. Die Mundatmung schwächt das Immunsystem. Und ein geschwächtes Immunsystem führt natürlich unweigerlich zu noch mehr Infekten. Und der vermeintlich harmlose Schnuller, der dann auch zum Einsatz kommt, macht das alles noch viel, viel schlimmer. In ein geschwächtes System so eine Irritation einzubringen, dass die Zunge sich nicht mehr dorthin orientieren kann, wo sie hingehört, und die Zunge ist stark involviert an dem Mechanismus, der den Mund normalerweise zuhält, wenn das gestört ist und vorgeschwächt ist, fällt der Mund dann natürlich noch weiter auf. Diese Kinder sitzen dann später in der Schule mit einem offen stehenden Mund, können sich dann offensichtlich auch nicht richtig konzentrieren, obwohl sie eigentlich intelligent sind, werden dann sogar noch mit ADHS diagnostiziert, obwohl die Ursache eigentlich was völlig anderes ist. Dieses Kind sitzt dann zu Hause über mehrere Stunden hinweg über seinen Hausaufgaben, aber nichts bleibt hängen, obwohl es sich wirklich sichtlich Mühe gibt. Ja, und warum ist das so? Mal ein Beispiel. Bei der Mundatmung atmen wir sehr viel CO2 ab. Das hat zur Folge, dass der pH-Wert unseres Blutes sich verschiebt. Das hat wiederum zur Folge, dass in unserem Gehirn ein Alarm anspringt und unser Sympathikus aktiv wird. Das hat wiederum zur Folge, dass Cortisol ausgeschüttet wird, der Hippocampus blockiert wird und das ist unsere Lernzentrale. Äußerlich denken sich jetzt viele womöglich, ja, das Kind ist einfach nur faul, es ist sogar dumm. Der Arzt stellt die Diagnose ADHS, die Lösung Ritalin. Aber schauen Sie sich auch mal hier die Zahlen an. 70% der Kinder mit ADHS haben Schlafprobleme. Ein 40 bis 100% höheres Risiko bei Mundatmung, ADHS-Symptome zu entwickeln. Und was sind das für Probleme? Die sind häufig übrigens identisch bei ADHS und Mundatmern. Es sind natürlich Konzentrationsprobleme, die allgemeine Hyperaktivität, auch die Impulsivität. Oft alles einer Folge einer gestörten Sauerstoffversorgung und eines chronischen Stresses. Aber anstatt die Atmung zu behandeln, gibt man Kindern lieber Amphetamine. Und was nachts im Schlaf passiert bei Mundatmung, ist auch nicht zu unterschätzen. Sie erleben mindestens 30 oder mehr Mikrowegreaktionen pro Nacht. Das bedeutet, ihr Adrenalin im Blut schießt in die Höhe. Sie wachen zwar nicht richtig auf, sie kriegen es auch nicht richtig mit, aber ihr Tiefschlaf ist gestört. Und ohne richtigen Tiefschlaf passiert Folgendes. Erstens, keine Gedächtniskonsolidierung. Bedeutet, das, was Sie tagsüber gelernt haben, vergessen Sie dann wieder. Zweitens, das glymphatische System, die Müllabfuhr Ihres Gehirns, funktioniert nur im Tiefschlaf. Das bedeutet, Giftstoffe bleiben im Gehirn, darunter Beta-Amyloid und Tau-Proteine. Und hier haben wir auch schon eine Verbindung zu Alzheimer. 85% der frühen Alzheimer-Patienten haben olfaktorische Defizite. Was ist olfaktorisches Defizit? Olfaktorisch bedeutet das Riechsystem betreffend. Und das Riechsystem ist direkt mit dem limbischen System und dem Hippocampus verbunden. Das limbische System steuert hauptsächlich Emotionen und Motivation. Und ohne Motivation kein Lernen. Der Hippocampus ist ihre Gedächtniszentrale. Hier werden neue Erinnerungen gebildet und ins Langzeitgedächtnis übertragen. Beide sind essentiell für das, was wir Intelligenz nennen. Die Fähigkeit zu lernen, zu behalten und Wissen anzuwenden. Aber genau wie Muskeln, die nicht benutzt werden, degeneriert auch dieses System, wenn es nicht benutzt wird. Und wenn wir nicht durch die Nase atmen. Use it or lose it. Jahrzehntelange Mundatmung bedeutet, die Verbindungen zum limbischen System, zum Hippocampus und untereinander degenerieren und verkümmern im Gehirn. Wenn man jetzt mal extrem wäre, könnte man es so vergleichen, es ist eine schleichende, selbstverursachte, langsame Lobotomie, nur ohne Eispickel. Und Neurodegeneration beginnt oft genau in diesen Bereichen und breiten sich dann aus. Eine Woche schlechter Schlaf erhöhen auch messbar die Tauproteine. Und jahrzehntelange Mundatmung mit einem verkümmernden Riechsystem, mit degenerierenden Verbindungen zu den Gedächtniszentren. Ja, die Folgen können Sie sich ja dann selber ausrechnen. Und kommen wir mal zum Mikrobiom. Durch den offenen Mund verlieren wir 42% mehr Wasser. Der Mund wird zur Wüste. Und hier mal mehrere Stationen des Mikrobioms. Station 1, direkt im Mund. Wenn der Mund ausgetrocknet ist, explodieren die schlechten Bakterien. Station 2, die Nase. Erstens, hier wird Stickstoffmonoxid in den Nasennebenhöhlen produziert, aber auch nur bei Durchlüftung. Und durch mangelnde Belüftung kippt auch hier das Mikrobiom womöglich ins Negative. Und Station 3 natürlich, der Darm. Wenn hier oben das Mikrobiom nicht stimmt, schlucken sie 24/7 diese pathogenen Bakterien herunter und können genauso gut auch in den Darm gelangen und dort für eine mikrobiotische Dysbalance sorgen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass unser Darm eine sehr, sehr hohe Nervendichte hat. Manche sprechen auch von einem zweiten Gehirn. Und der Darm produziert auch 90% unseres Serotonins. Serotonin ist ein wichtiger Neurotransmitter und über den Vagusnerv kommuniziert quasi dieses Darmgehirn direkt mit dem Hauptgehirn. Und eine der Folgen, diese Dysbiose führt womöglich sogar zu Lebensmitteln.
Lebensmittelunverträglichkeiten. Plötzlich vertragen sie kein Gluten mehr, keine Laktose, kein Histamin. Sie meiden dann solche Lebensmittel bewusst. Das führt dann womöglich wieder zu einem Nährstoffmangel in gewissen Bereichen. B12 fehlt, Brain Fog, Vitamin D, erhöhtes Depressionsgefahr. Wenn Omega-3 fehlt, ein wichtiger Baustein in der Neuroplastizität. Und kommen wir mal zum Sport, beziehungsweise einfach nur allgemein Bewegung, was sehr, sehr wichtig ist für die kognitive Gesundheit. Mundatmer haben eine Tendenz zu generell weniger Ausdauer. Aber nicht nur das, sie brauchen auch wesentlich länger zur Regeneration. Das bedeutet, man geht die Treppe hoch, man kommt oben keuchend schon an, der ganze Tag ist gelaufen. Und was ist dann die Folge davon? Die Menschen meiden eher Bewegung. Aber Bewegung ist wichtig, zum Beispiel für die Produktion von BDNF. BDNF ist ein Eiweiß, das das Wachstum, das Überleben und die Funktion der Nervenzellen fördert. Es ist wichtig für die neuronale Plastizität, was wiederum die Grundlage ist für Lernen, Gedächtnis und die Fähigkeit zum abstrakten Denken. Also zusammengefasst, ohne BDNF keine Neurogenese und ohne Neurogenese schlechtere kognitive Leistung. Und hier auch mal ein kleiner Denkanstoß. Als Covid kam und jetzt Millionen von Menschen unter Long-Covid bzw. Brain-Fog deswegen leiden, Covid hat auch zuerst das olfaktorische System angegriffen, was wir jetzt gerade geklärt haben, was bei Mundatmern sowieso schon schwach ist. Und auch hier wieder ein kleiner Teufelskreis. Durch die Infektion haben sie eine verstopfte Nase, verstopfte Nasennebenhöhlen, die Mundatmung wird noch weiter forciert, die Systeme, die schon schwach waren, werden noch schwächer und ein Virus, der auch genau diese Systeme angreift. Quasi ein Doppelschlag für ihr Gehirn. Und das alles war jetzt mal ein Einblick in die Kaskade, was Mundatmung wirklich alles anrichten kann. Im Kontext auf kognitive Denkleistung natürlich. Der Eisberg geht natürlich sehr viel tiefer und wenn die Atmung nicht stimmt, muss sie immer korrigiert werden. Aber wie stellen wir das überhaupt an? Wir haben ja schon gesagt, die Atmung ist Teil von drei Basisfunktionen. Und diese Basisfunktionen können wir zwar durch Training korrigieren, aber es muss ein richtiges Training sein. Diese drei Basisfunktionen können wir aber nicht getrennt trainieren. Wir können nicht nur die Atmung trainieren, wir müssen sie als Triade einheitlich trainieren. Sie sind drei Zahnräder, die sich wechselseitig bedingen. Und wie stellen wir das an? Natürlich mit der Faceformer-Therapie, die wir extra zur Korrektur der Basisfunktion entwickelt haben. Das Training an sich ist eigentlich nicht umfangreich, bestfalls dreimal täglich, 7 bis 10 Minuten. Wir haben da auch eine App, da ist das Training erklärt. Da können Sie sich das gerne auch schon mal im Vornherein angucken. Hier auf dem QR-Code können Sie auch ein Trainingsvideo sehen, wo das erklärt ist. Und nach 4 bis 8 Wochen konsequentem und korrektem Training berichten die meisten Anwender dann bereits, dass sich der morgendliche Brain Fog auch schon lichtet, dass sie auf jeden Fall weniger Kaffee brauchen, dass die Schlafqualität insgesamt zugenommen hat und die Konzentrationsprobleme sich deutlich verbessert haben. Gerade bei Kindern sind 90% der Probleme, die durch Mundatmung verursacht werden, vermeidbar, wenn man aber auch nur früh genug interveniert. Aber auch bei Erwachsenen ist noch nicht alles zu spät. In jedem Alter kann man diese Basisfunktion trainieren, wenn Atmungsmuster oder Schluckmuster oder Haltungsmuster falsch ablaufen. In jedem Alter können neue Muster etabliert werden. Das Gehirn ist ein Leben lang neuroplastisch. Rufen Sie sich nochmal die Frage vom Anfang ins Gedächtnis. Was wäre, wenn dieses vermeintliche Brett vom Kopf nur diese verstopfte Nase ist durch eine habituelle Mundatmung? Gesundheit braucht Verstand und Verstand braucht offensichtlich eine funktionierende Nasenatmung. Und an der Stelle wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, einfach auf den Like-Button drücken, könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren, drückt am besten auch immer auf die Klingel, dann werdet ihr immer erinnert, wenn wir ein neues Video hochladen. Am besten schreibt ihr auch mal einen Kommentar, wie es euch so ergeht mit der Mundatmung und dem Brett vom Kopf. Wir versuchen immer so schnell wie möglich darauf zu antworten und ich sag, wie Dr. Berntsen es so schön zu sagen pflegt, tschüss für heute.